Guten Abend und herzlich willkommen zu einem weiteren Online-Event der Java User Group Switzerland. Mit dem Übergang zur agilen Entwicklung hatte ich mich immer wieder gefragt, wie macht man eigentlich die Architekturarbeit in agilen Projekten richtig? Macht es wirklich Sinn, dass es da den einen Architekten gibt, der alle Vorgaben macht, die von den Teams dann eingehalten werden müssen? Oder müsste diese Arbeit nicht ganz anders gestaltet werden? Vor einigen Jahren war ich dann an der JAX-Konferenz in Mainz in einem Vortrag von Stefan Todt. Und das hat mich von Anfang an fasziniert, weil er hat eben auch aufgezeigt, wie es sein könnte. Und im letzten Dezember hatten wir Stefan dann bei uns in der Firma für ein dreitägiges Seminar zum Thema. Und im Anschluss habe ich ihn gefragt, möchtest du nicht hier bei uns in der Java User Group Switzerland zu diesem Thema erzählen? Und es freut mich, er hat ja gesagt, er ist heute hier aus Wien zugeschaltet. Guten Abend, Stefan. Guten Abend, Thomas und hallo an alle. Ja, schön, bist du bei uns. Bevor ich das Mikrofon dir übergebe für deinen Talk, rasch ein paar organisatorische Hinweise. Das Tool, das wir hier verwenden, BigMarker, das erlaubt eine Interaktion mit euch. Zum einen habt ihr einen Chatbereich, da habt ihr auch schon recht fleißig Gebrauch davon gemacht. Der ist da, damit ihr euch untereinander austauschen könnt. Ihr könnt auch eine Anmerkung machen, irgendwie, ja, das kenne ich, das ist bei uns auch so. Ihr könnt da auch hinschreiben, wenn ihr Probleme mit der Plattform habt, technische. Wir versuchen euch dann zu unterstützen. Wenn ihr inhaltliche Fragen habt an Stefan, dann schreibt die bitte nicht in den Chat, sondern wechselt in das zweite Tab. Oben habt ihr noch ein Tab Fragen. Wechselt ihr dahin und erfasst eure Fragen da. Ihr seht dann auch die Fragen, die bereits vorerfasst sind. Ihr könnt Fragen, die euch auch ansprechen, die könnt ihr upvoten und die werden wir dann zuerst beantworten. Also, ist relativ einfach. Chat als Chat und Fragen gehören in die Fragen. Wir alle lieben eigentlich Präsenzveranstaltungen, wo man sich im Anschluss trifft, vielleicht mit einem Bier in der Hand und dann noch etwas fachsimpel networken kann, wo man auch den direkten Kontakt zum Speaker hat. Das fällt halt im Moment Corona-bedingt etwas flach. Wir versuchen das zu kompensieren mit einer ganz einfachen Videochat-Plattform, die wir im Anschluss dann besuchen, Wonder. Ihr habt da die Möglichkeit, mit Stefan und mir auch interaktiv dann Fragen zu stellen. Das Bier müsst ihr dann natürlich selbst organisieren. Aber wir sind der Meinung, dass wir so am ähnlichsten ein Feeling erzeugen können, wie wir es bei den Präsenzveranstaltungen sonst haben. Es würde mich freuen, wenn die eine oder der andere dann am Schluss noch bei uns im Wonder wäre. Und nun zu Stefan Todt. Stefan ist Geschäftsführer und Mitgründer der Embark. Er ist Architekt, Berater, Trainer, Buchautor. Und ich möchte jetzt nicht mehr länger werden, sondern ich übergebe gerne an dich, Stefan. Und die virtuelle Bühne ist dir. Danke, Stefan. Ja, danke, Thomas. Hallo in die Runde. Hallo aus Wien von meiner Seite. Ich habe heute mitgebracht einen Talk, die neue Schule der Softwarearchitektur. Ist ein Titel, der schon länger bei mir in Vorträgen herumgeistert. Ich habe das, glaube ich, mal 2016 zum ersten Mal verwendet auf der OOP. Der Talk ändert sich aber immer wieder, weil ich immer wieder mal neue Dinge damit aufnehme, andere Schwerpunkte setze und so weiter und sowas heute auch. Ich habe ein paar Dinge wieder dazugenommen, die in letzter Zeit für mich sehr häufig ein wichtiger Punkt waren. Und letztendlich habe ich viele Dinge jetzt dann am Schluss noch in die Reserve geschoben. Ich habe, also wenn ich Reserve und Talk zusammenzähle, ist ungefähr 150 Folien, die werde ich nicht durchbekommen. Ich habe, glaube ich, sinnvollen Ausschnitt davon gezeigt, aber wenn wir nachher noch diskutieren oder einzelne Fragen kommen oder so, können wir ja noch in bestimmte Themen tiefer gehen, die ihr wollt. Also da ist auf alle Fälle genug da. Zu mir,
hat Thomas schon ein bisschen was gesagt. Also ich habe ein Buch geschrieben, Vorgehensmuster für Softwarearchitektur heißt das. Ich arbeite bei Embark und bei Embark sind wir bei Kunden unterwegs. Das, was ich erzähle, ist jetzt auch hauptsächlich aus Projekten gezogen, die ich eben bei unseren Kunden mache. Ich bin als Architektberater unterwegs, hat Thomas auch schon alles erwähnt. Worüber ich heute sprechen möchte, ist Architekturarbeit. Also es geht um den methodischen Aspekt, Architektur zu entwerfen und weiterzuentwickeln. Nicht unbedingt um den technischen Aspekt, obwohl da natürlich Abhängigkeiten dazwischen sind. Das heißt, diese Abhängigkeiten werde ich schon ansprechen, aber ist jetzt kein Talk, der technisch unbedingt in die Tiefe geht. Das ist aber sicher ein Ding, das wir in der Praxis natürlich auch immer vom Latz haben. Wenn man über die neue Schule der Softwarearchitektur redet, muss man vielleicht ein bisschen abgrenzen und auch schauen, wo die alte Schule der Softwarearchitektur denn eigentlich ist. Ich habe das jetzt bewusst abgegrenzt, weil ich so ein bisschen einführen möchte, aus welchem Kontext vielleicht auch ich komme. Ich bin bei Siemens in Wien groß geworden, einem Konzern. Wir haben dort über Softwarearchitektur anders nachgedacht, als ich das heute in meinen Projekten tue. Und das ist auch eine Prägung, die, glaube ich, sehr viele Leute haben. In Konzernen treffe ich heute immer noch Leute, die auf eine sehr klassische Art und Weise über Softwarearchitektur nachdenken. Und ich möchte gleich vorweg sagen, dass ich dieses Wissen, das da drin steckt in der Softwarearchitekturdisziplin, das wir in den 80er, 90er Jahren, 2000er Jahren angesammelt haben, nicht schlecht finde oder verdamme. Sehr viel gutes Zeug drin, sehr viel Wissen, das wir, glaube ich, brauchen, um gute Systeme zu bauen. Es sind nur ein paar Annahmen da drinnen und ein paar Herangehensweisen und Arten und Ideen, wie wir uns Probleme nähern, die mittlerweile halt einfach ein bisschen angestaubt wirken. Und ich meine jetzt nicht mal, dass man zum Beispiel ein UML-Diagramm malt. Ein UML-Diagramm ist erstmal nichts Böses, ne? Also wir können auf abstrakter Ebene über unsere Systeme nachdenken, wir können die aufmalen. Die UML ist zwar alt, aber nach wie vor, glaube ich, in Ausschnitten keine schlechte Idee. Man kann es halt übertreiben. Also das wäre jetzt ein Klassendiagramm von Eclipse Link. Ich glaube nicht mal ganz vollständig. Das sieht sich keiner mehr an. Vielleicht hat das auch noch irgendeinen Zweck. Also ich denke mal, dass man so Tapeten durchaus verwenden kann, um das Management zu beeindrucken. Aber das veraltet natürlich schon, bevor ich es aufmale. Das heißt, solche Dinge kann man vielleicht generieren und der Zweck davon ist eher bedingt vorhanden. Wir haben, wenn wir in die 80er Jahre schauen, über Notationen sehr viel Schub in die Architekturbewegung bekommen. Wir haben Modelle und Sichten, die wir uns anschauen können. Das Zachmann-Framework war eines dieser großen Vertreter, das wahrscheinlich viele von euch kennen werden, wo man eben in den Spalten unterschiedliche Aspekte hat, mit denen man über Systeme nachdenken kann und dann unterschiedliche Ebenen, auf denen man drüber nachdenkt. Und so entstehen halt unterschiedliche Sichtenmodelle. Das ist in unterschiedlichen Enterprise-Architektur-Frameworks dann auch nochmal aufgegriffen worden. Und irgendwie kann man sich dann natürlich, wenn man sich nur auf dieser Ebene mit Software beschäftigt, auch ein bisschen verlaufen. Architektur bekommt in den 90er Jahren eine eigene Phase im Rational Unified Process zum Beispiel, der schon iterativ ist, also jetzt auch nicht ganz böse, aber natürlich Architektur und Design sehr stark abgrenzt vom Rest. Das merkt man insbesondere auch über die Position von so einem Softwarearchitekten. Das ist jetzt auch aus so einem Rational Unified Process rausgeschnitten. Da sieht man den Architekten als zentrale Rolle und rundherum sind sehr viele Modelle und Dokumente. Und Prozessschritte vielleicht auch noch. Was ich beeindruckend finde, ist, dass ich nur Modelle und Dokumente sehe, aber keine Menschen. Ne? Also so ein Softwarearchitekt arbeitet irgendwie nicht mit Leuten zusammen, sondern befriedigt Prozesse, schreibt Dokumente und erstellt Modelle oder so etwas. Das ist natürlich so ein Eindruck, der nur entsteht. Natürlich war die Arbeitsrealität wahrscheinlich nie so, aber es ist doch etwas, wo wir sehen, dass der Weg nicht weit ist, dass so ein Softwarearchitekt vielleicht ein bisschen entkoppelt vom Rest ist, gerade wenn er auf sehr abstrakter Ebene über Dinge nachdenkt.
Manchmal hat man so einen Eindruck, es geht um einen Masterplan. Also es geht darum, dass entweder ein oder mehrere Architekten vielleicht gute Ideen haben, wie man ein System aufbauen soll und das dann auch noch so koordinieren, dass möglichst wenig Probleme auftauchen. Das ist, glaube ich, auch so eine Idee, die in den 90ern groß geworden ist. Und wenn wir uns so eine Definition von damals anschauen, dann steht hier, Softwarearchitektur ist die Summe verschiedener wichtiger Entscheidungen. Ich glaube, das ist unstrittig, dass das heute noch immer so ist. Aber die Beispiele sind ganz interessant, die da drunter stehen. Da steht die Organisation eines Software-Systems, die Auswahl an Strukturelementen, das Verhalten und Zusammenspiel dieser Elemente, der hierarchische Aufbau von Subsystemen. Das sind alles eigentlich strukturierende Dinge. Also es geht um die Strukturierung eines Systems. Das ist meiner Meinung nach ein Ausschnitt von dem, was wir heutzutage tun. Aber die Strukturierung von Systemen ist eigentlich eine Geschichte, die wir als relativ flexibel betrachten mittlerweile. Es gibt natürlich Ausprägungen und Architekturstile, wo die Struktur immer wichtiger wird. Aber neben der Strukturierung haben sich ganz, ganz viele Themen rund um die Auswahl von Frameworks, Technologien, Integrationsmuster und solche Dinge entwickelt, die, glaube ich, auch zu den wichtigen Entscheidungen gehören. Und das, glaube ich, hat sich in den Jahrzehnten durchaus gewandelt, wie viel unterschiedliche Technologien, wie viele Möglichkeiten wir haben, wie komplex wir Systeme bauen und so weiter. Und deswegen haben sich auch ein paar Annahmen vielleicht verändert. Generell ist es so, dass man, wenn man sich klassische Architekturarbeit anschaut und diese Dokumente durchliest und Bücher durchliest, die so in den 90er Jahren entstanden sind, dass man den Eindruck gewinnt, der gewünschte Architekturprozess wäre, ein Problem zu erkennen. Das wird dann analysiert von einer Handvoll von Experten. Also Experten können das möglichst ohne Probleme bewerkstelligen, was hier abgebildet ist. Und dann wird richtig gehandelt. Und dieses richtig Handeln wäre eben, dass man auf Basis der Analyse entscheidet, wie man es jetzt macht und das dann eben auch durchsetzt. Ne? Und das ist ein Expertenprozess eindeutig. Also wir haben Leute, die sowas schon mal gemacht haben, die sowas erkennen, die das gut analysieren können und die beim richtig Handeln dann eben auch keine Fehler machen, also nicht falsch entscheiden zum Beispiel oder so etwas. Architektur ist, wenn man diese alte Schule oder diese Idee jetzt hernimmt, die ich gerade so ein bisschen versucht habe zu skizzieren, eher etwas, was Ordnung schafft. Also wir wollen Architektur als etwas verstehen, was so kein Chaos verursacht, sondern im Gegenteil eher dafür sorgt, dass Dinge sortiert werden. Im Vorgehen soll ganz viel Sicherheit stecken. Also es gibt eben Experten, die keine Fehler machen oder die viel analysieren und planen, damit eben Fehler auch vermieden werden. Und Sicherheit im Vorgehen bedeutet nicht nur Fehler vermeiden, sondern eben auch zum Beispiel Termine halten oder so etwas. Und das eben mit der Architekturarbeit untermauern. Und das ist eine Geschichte, die wünschen wir uns nach wie vor. Und die Frage ist aber, was bauen wir denn heute für Systeme? Und das, was wir heute bauen, das, was wir heute an Architekturarbeit, an Entwicklungsarbeit vor uns haben, ist meiner Meinung nach halt komplex, verwoben, dynamisch. Das heißt, wir bauen Dinge, die sehr schwer überblickbar sind. Also das sind zum Teil recht berühmte Screenshots, also das, was wir hier links sehen, wäre ein alter AppDynamics-Abzug von Netflix, da ist Amazon auf der rechten Seite, oben ist ein System, das wir vor kurzem begutachtet haben, da haben nur ein paar Leute dran gearbeitet, das ist das Entitätenmodell und das ist schon bei 6, 7 Leuten, die da dran gearbeitet haben, relativ unübersichtlich, was wir denn eigentlich so für Abhängigkeiten haben oder wenn wir an einer Stelle des Systems was ändern, was hat das für Auswirkungen auf andere Leute? Das heißt, die Systeme, die wir bauen, und das ist vielleicht etwas, was in den letzten Jahrzehnten eben auch immer komplexer geworden ist, die sind nicht mehr so überblickbar. Ne? Also es ist nicht mehr so, dass wir da uns massiv gut zurechtfinden, wenn wir von oben drauf schauen. Netflix hat auch ein Paper, also hat viele Papers geschrieben, aber eins zu Chaos Engineering. Und da fand ich ganz interessant, so ein paar Aussagen gehighlightet hier, dass sie meinen, dass ein verteiltes System von einer vernünftigen Größe zu komplex ist, dass man es versteht. Also es gibt keinen einzelnen Menschen, der das durchdringen kann in allen Details.
Und diese Komplexität weiten Sie dann weiter unten in dem Paper auch nochmal auf Monolithen aus, die eben groß werden und deswegen auch so groß sind, dass es kein einzelner Architekt verstehen kann. Und damit haben wir eigentlich Strukturen, die schon mal schwer überblickbar sind. Aber es sind eben nicht nur Strukturen. Also ich habe vorher diese Definition von Version of Unified Process gezeigt, wo wir sehr viel Strukturdefinitionen hatten. Also wie strukturieren wir ein Problem? Aber in Wirklichkeit ist diese Strukturierung nur ein Problem. Wir haben dann auch noch mit der Technologieauswahl dafür zu tun. Wir müssen uns im Austausch mit Fremdsystemen herumschlagen, mit dem Deployment, vielleicht in die Cloud von der ganzen Geschichte. Es gibt zumindest sehr viele unterschiedliche Varianten von entweder On-Premise oder eben Cloud-Anbietern, von anderen Möglichkeiten, Dinge zu deployen. Es gibt Kunden, die unser System verwenden wollen, vielleicht eben auch verschiedene Mobilgeräte, die unterschiedliche Anforderungen an uns stellen. Das bringt nochmal mehr Kunden zu uns. Wir müssen wahrscheinlich irgendwie über Internationalisierung nachdenken, über Sicherheit. Wir haben damit zu kämpfen, dass Kunden vielleicht unterschiedliche Ausschnitte von unserer Software spannend finden und damit eben auch spannend wird, wie diese unterschiedlichen Sichtweisen vielleicht in der Software abgebildet werden, nicht nur strukturell, sondern auch qualitativ. Wir haben vielleicht Kontakt mit Legacy-Systemen und in diesen Legacy-Systemen stecken wieder andere Kunden und andere Benutzer, die wieder eine ganz andere Ecke von unserer Software vielleicht interessant finden und vielleicht auch wieder andere Qualitätsaspekte cool finden. Es gibt vielleicht Management-Vorgaben, dass wir das ganze Ding nicht einfach nur so irgendwie bauen sollen, sondern dass wir das so als Mix-and-Match-Plattform bauen sollen, dass Teile verwendet werden sollen, anderen Produkten wiederverwendet werden sollen, dass wir nicht alles selber bauen, sondern vielleicht auch bestimmte Kaufprodukte verwenden, um Teile davon abzubilden, dass wir bei technologischen Fragen vielleicht nicht so eindimensional sind, sondern vielleicht polyglotte Technologiewahl zulassen, das Ganze unter regulatorischem Einfluss und natürlich schnell. Und ich hoffe, Sie sind jetzt ein bisschen unübersichtliches Bild entstanden, weil ich glaube, dass wir in der Architektur halt nicht nur mit Strukturierung zu kämpfen haben, sondern all diese Themen eben vor uns liegen haben. Dann müssen wir uns darum kümmern, dass diese Themen ja alle noch Einfluss aufeinander haben und nicht isoliert dastehen. Und das ist jetzt die nächste Geschichte, wir dürfen ja nicht stillstehen. Also es darf nicht einmal eine Lösung geben für dieses ganze Konglomerat von Dingen, sondern es muss ständig Weiterentwicklung geben. Der Begriff, der im Englischen da häufig verwendet wird, ist Dynamic Equilibrium. Ich glaube, im Deutschen heißt es sowas wie Fließgleichgewicht oder so etwas. Also so ein bisschen die Idee, dass ein Gleichgewicht entsteht, indem ich ständig was verändere oder tue. Man kann sich das so ein bisschen vielleicht vorstellen, wie wenn bei einer Badewanne der Stöpsel rausgezogen ist und ständig Wasser abfließt, dann kann ich den Wasserhahn aufdrehen, ständig Wasser nachgießen und dafür habe ich halt einen, wenn ich das richtig einpegle, einen konstanten Wasserstand und das wäre eben so ein dynamisches Gleichgewicht. Und in der Realität ist es so, dass wir bei vielen Systemen so ein dynamisches Gleichgewicht brauchen. Wir haben sehr viel Innovation, die im IT-Sektor passiert, sehr viele neue Technologien, Frameworks, die auf den Markt kommen. Wir haben Marktmitbewerber, die vielleicht coolere Lösungen bauen, als wir es gerade tun. Und das alles bedeutet, wenn wir unser System stabil halten, dann wird es wahrscheinlich schlechter werden, zumindest im Gefühl der Benutzer. Ne? Das heißt, wir können diese Konglomerat an Dingen nicht einmal lösen, sondern wir müssen das ständig lösen. Und das macht die ganze Geschichte zu einem komplexen Problem. Und das ist jetzt ein Ausschnitt aus dem Canaffian Framework. Ich würde das jetzt nicht ganz erklären. Nur kurz könnte man zusammenfassen, komplexe Probleme sind etwas, wo man experimentiert, ausprobiert und Lösungen dadurch entstehen, dass man klein etwas macht, dann merkt, das funktioniert gut und dann macht man mehr davon. Oder man merkt, das funktioniert nicht und macht halt weniger davon. Und das ist die Art und Weise, wie man im komplexen Bereich halt sehr effektiv zu Lösungen findet. Und das ist ein bisschen anders als zum Beispiel im komplizierten und einfachen Bereich hier, wo Good Practices, Experten, Best Practices, Checklisten zu Hause sind. Also eher das, was man vielleicht jetzt gerade vorher in der alten Schule gesehen hat.
Und das ist für mich so ein zentraler, ganz philosophischer Grund fast, dass ich sage, das, was wir heute bauen, das kann sich zwar einzelnen Expertisen bedienen, aber wir müssen uns letztendlich dafür aufstellen, dass wir ein ganz dynamischer Haufen von experimentierenden Menschen werden. Und daraus entstehen ein paar Fragen. Und die würde ich eben auch versuchen, bei dem Talk jetzt zu klären ein bisschen. Also erstmal wäre eine Frage, ob Einheitlichkeit eigentlich immer ein Feature ist oder manchmal auch ein Bug. Also Einheitlichkeit kann auch sehr langsam machen oder eben auch sehr uninnovativ. Wenn Einheitlichkeit bedeutet, dass alle Leute das Gleiche tun. Das heißt auch, dass ich wenig ausprobieren kann oder wenig experimentieren kann. Wenn Entwickler keine Freiheiten haben, weil eben Einheitlichkeit geboten ist, ist die Frage, ob sie dauerhaft motiviert sind. Wir haben im Agilen Manifest schon stehen, dass motivierte Individuen einfach die besten Lösungen bauen. Motivierte Entwickler wären auch diejenigen, die lernen, die mitdenken, die mithelfen, das System großartig zu machen. Und je mehr Leute man hat, die mitdenken und mithelfen und lernen wollen, desto besser wird das System. Und deswegen ist auch wichtig, dass man eben versucht, weniger einzuengen vielleicht. Ist Fehlervermeidung eigentlich ein gutes Ziel? Also in der klassischen Definition von Architektur oder was ich jetzt gerade als alte Schule vorgestellt habe, ist ja ganz klar die Professionalität, das Vermeiden von Fehlern. Auf der anderen Seite vermeidet man, wenn man Fehler vermeidet, auch jede Lernchance. Also dass man etwas ausprobiert und draufkommt, in unserem Kontext klappt das nicht. Das ist einfach eine wahnsinnig gute Lernchance. Und wenn man das in einem kleinen Kontext schafft, also nicht das Gesamtprojekt scheitern lässt, sondern eben im kleinen Kontext ausprobieren kann und da schon ein wertvolleres Feedback kriegt, ist das vielleicht eben ein wichtiges Einfallstor, auch innovativ zu arbeiten. Dann eine Frage, ob Overall-Architekten tatsächlich den Überblick und die Tiefe haben, um wirklich gut Overall-Architekten sein zu können im klassischen Sinne. Also wenn wir uns die Strukturen und die Dinge, die ich jetzt von Amazon, Netflix gezeigt habe und von allen anderen Systemen eigentlich, an denen wir arbeiten, dann ist es so, dass wir eben ein sehr komplexes Umfeld haben, dann technologisch eben noch sehr viel, was dazukommt. Und die Frage, wer hat da eigentlich den Überblick auf der einen Seite, was alles passiert, und dann auch noch die Tiefe, da sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Und dadurch entsteht die letzte Frage, sollten Entscheidungsprozesse eigentlich zentralisiert sein? Also ist es eine gute Idee, Entscheidungsprozesse in die Zentrale laufen zu lassen, wo vielleicht eben Leute sitzen, die einen Überblick, aber keine Tiefe haben, oder eben die Tiefe in einer Stelle, aber vielleicht weniger Überblick? Oder braucht man für eine Entscheidung eigentlich immer bestimmtes Wissen und eben auch den Kontext von dem bestimmten Bereich, in dem man arbeitet? Und damit entstehen vielleicht Entscheidungsprozesse, die ein bisschen komplexer sind. Und das alles führt irgendwie dazu, dass wir eigentlich ein bisschen anders arbeiten, als wir es klassisch gekannt haben. Also anstatt diese erkennen und dann analysieren und dann richtig handeln Geschichte von vorher, würde ich behaupten, dass wir in moderner Architekturarbeit als erstes mal experimentieren. Also wir versuchen eigentlich, ohne dass wir jetzt großartig investieren in ein Zerlegen von der Option und runterbrechen und versuchen, das Richtige zu tun, dass wir einfach billig experimentieren können mit Dingen. Dann erkennen, was gut funktioniert und darauf reagieren oder vielleicht auch, was schlecht funktioniert und darauf zu reagieren. Und da ist natürlich eine Iteration drin, ne? Also der Pfeil nach vorne suggeriert irgendwie, dass es nur in eine Richtung geht, aber es geht halt mit jeder Fragestellung immer wieder von vorne los. Und das kleinteilig und gut zu können, das wäre für mich so ein bisschen die neue Schule eben, dass wir das versuchen hinzubekommen. Das heißt auch, dass Probleme so der einzige Weg zu einer gültigen Lösung sind. Also wenn ihr keine Probleme verursacht, dann werdet ihr wahrscheinlich am Ende in Probleme laufen. Oder ihr habt einfach wahnsinniges Glück gehabt, aber das glaube ich fast nicht. Jetzt könnte man noch annehmen, dass Microservices die Lösung sind. Das sind ja einfach generell die Lösung auf alles. Ist jetzt gar nicht so böse gemeint, wie es klingt. Also Microservices sind sicher die Lösung auf einige der Probleme, die wir haben. Ist deswegen auch so ein umspannender Trend. Wir sehen auch, dass das irgendwann so 2014, 2015 völlig abgegangen ist, nachdem wir
2012 schon sehr viele Geschichten von Netflix gehört haben und so weiter, ist es dann irgendwie völlig durch die Decke gegangen. Und das, was Microservices machen, ist, dass sie Systeme jetzt mal allgemein in Vertikalen teilen. Das heißt, dass wir eine geringere Standardisierungstiefe haben. Das heißt, es muss nicht alles gleich aufgebaut sein. Wir können die gleichen Daten eventuell unterschiedlich ausprägen, je nachdem, wie wir sie nutzen. Wir können in unterschiedlichen Teilen unserer Applikation eventuell auch unterschiedlich konzeptionell und technologisch arbeiten. Und wir haben da eben auch ein Team dran arbeiten, die ihren Kontext schaffen können nach dem Domänenproblem, das sie haben. Das ist jetzt keine Definition von Microservices, aber ich würde alle Architekturstile, die eben vertikal geprägt sind, jetzt mal in diese Kategorie eher Microservices-System packen. Und diese Microservices-Systeme machen natürlich etwas. Auf der anderen Seite fangen wir uns einen Haufen Herausforderungen ein. Also wie wir das integrieren, über wie wir es loggen, wie wir eigentlich Kommunikationsmechanismen da drin haben, Load Balancing, Resiliency, wie wir das auf Infrastruktur mappen, wie wir es monitoren, wie wir mit Sicherheit in dem Bereich umgehen und so weiter. Das sind alles Fragen, die wir haben. Bei Netflix hat sich dieser OSS, also dieser Open Source Stack, entwickelt, wo sie im Stand 2018 135 Projekte hatten, plus einige Dinge, die sie nicht veröffentlicht haben, wo sie an allen möglichen dieser Themen eben gearbeitet haben, um sich selber so eine Infrastruktur zu schaffen, wo sie mit Microservices arbeiten können. Und man könnte jetzt eindeutig Microservices auch im klassischen Sinne machen. Das heißt, irgendjemand stellt sich hin und überlegt sich, was ist denn eigentlich unsere Lösung auf Security und was ist denn eigentlich unsere Lösung auf Beobachtbarkeit, auf Circuit Breaker Pattern einsetzen, auf Logging, auf was auch immer. Und dann plant man das zentral und rollt das aus. Das wäre dann eine statische Antwort auf das Problem. Das ist aber genau eben das, was wir nicht haben wollen. Und deswegen gesellt sich zu den Ideen, die Microservices haben, wo es eben um ganz klar Auftrennen größerer Probleme in kleinere Probleme geht, dann eben setzen auf vielleicht eben auch unterschiedliche oder sehr passende Technologien in diesen unterschiedlichen Bereichen, Teams, die da unabhängig voneinander arbeiten können. Das ist alles ein guter Start sozusagen, aber die evolutionäre Architektur ist ein Begriff, die sich da immer weiter entwickelt als ein Begriff, der notwendig ist, um das Ganze drumherum zu beschreiben. Und das wäre, dass man mit Freiräumen für alle Entwickler, mit Experimenten, mit Zielorientierung auch, mit Antizähigkeit, das wäre so ein bisschen die Vereinfachung des gewollten Wegs sozusagen, dann mit Transparenz und Kommunikationsmechanismen dafür sorgt, dass das ganze, die ganze Architekturthematik irgendwie in die richtige Richtung geht, aber trotzdem eben nicht als zentral geplantes Einmalding dasteht. Und daraus ergibt sich halt ganz viel. In Wirklichkeit ist es so, dass diese ganze evolutionäre Gedanke größer ist als nur Microservices. Also Microservices würde Vertikalität unterstützen, hilft natürlich dann eben bei der Isolierung und zum Beispiel schrittweise Migration von Technologien, also schafft schon eine wichtige technologische Basis. Auf der anderen Seite brauchen wir noch ganz viele andere Dinge in unserer Entwicklerorganisation. Wir müssen dafür sorgen, dass wir eine gewisse Experimentierkultur haben. Das heißt, Lösungen müssen oft gechallenged werden, muss oft Ideen geben, die man einfach implementieren kann, wo man nachher Feedback kriegt. Feedback muss da sein, wenn geht, irgendwie automatisiert und tatsächlich an Produktzielen orientiert. Also wie skalierbar, wie sicher, wie performant ist denn diese Lösung, die wir haben? Und gibt es sowas wie Peer-Feedback da auch drin? Über so Feedback kann eine sehr starke Verantwortung entstehen. Also die Teams übernehmen Eigentümerschaft für das, was sie gebaut haben. Die ganze Unterstützung von oben erfolgt nicht über harte Governance, sondern über Soft Standards zum Beispiel. Also man unterstützt eher mit Good Practices, wo man sagt, das könntet ihr mal versuchen, das hat oft funktioniert, aber bitte schaut selber, ob das für euch passend ist. Man hat eher kein Durchsetzen von harten Regeln, sondern eher eben diese Leitrolle, wo man sagt, man macht transparent, was häufig funktioniert hat.
Und diese Transparenz, Sichtbarkeit, Weiterentwicklung, das ist eben auch ein wichtiger Grundlagenfaktor davon. Und da stecken eben viele Dinge drinnen, die jetzt ein technischer Trend alleine natürlich nicht abdeckt, sondern was eben unter evolutionärer Architektur häufig zusammengefasst wird. Und letztendlich, weiß ich, ob ihr es kennt, das ADES-Framework wäre ein Framework, das versucht, so diesen Überbau und alles, was links und rechts ist, so ein bisschen nochmal darzustellen. Das heißt, wir haben so rein agile Themen, wie dass wir empirisches Vorgehen haben oder dass wir Transparenz und Feedback fördern oder Verantwortung haben, aber auch technische Themen, wo wir zum Beispiel vertikale Stile, wo Microservices auch dazugehören, mit rein haben, dass wir sowas wie Antizähigkeit haben, die ich vorher schon erwähnt habe, oder eben auch technisch auf technische Exzellenz achten. Diese Themen sind hier leicht angedeutet, sind in dem ADES-Framework ein bisschen abstrakter oder ein bisschen formaler beschrieben. Und was ich jetzt in dem Talk machen möchte, ist, dass ich auch einfach ein bisschen konkreteren Eindruck gebe, was für mich denn eigentlich jetzt konkrete Ausprägungen wären von so einer modernen Architekturarbeit. Und die beziehen sich auf diese 6 Sektoren, die das ADES-Framework auch hat, nehmen die aber jetzt nicht direkt beim Namen und machen einfach eine Doktorarbeit da draus, sondern ist einfach so ein bisschen daran angelehnt. Und das sind jetzt so ein bisschen die neuen Ziele, die ich da drin sehe. Also wir müssen mit Softwarearchitekturarbeit ein Ziel erreichen, zum Beispiel, dass wir empirisch vorgehen. Das wäre auch der erste Sektor von ADES und wäre das, wo ich jetzt konkret versuchen würde, ein bisschen drüber zu reden, was Empirie eigentlich bedeutet für mich. Empirisches Vorgehen wäre etwas, wo wir eindeutig schauen, dass unsere Ideen halt rasch erprobt werden. Ich habe hier ein paar Fragen draufgepackt, das habe ich bei allen 6 Sektoren, die ich jetzt vorstellen werde, gemacht. Die könnt ihr auch selber verwenden, um euch selber zu fragen, wie gut ihr in dem Bereich denn eigentlich schon aufgestellt seid. Die verwenden wir auch manchmal im Kopf, um bei so Coaching-Projekten einfach mal zu schauen, wo wir ansetzen können. Aber bei empirischem Vorgehen würde ich eindeutig drauf schauen, wie rasch könnt ihr Dinge und Ideen denn eigentlich erproben? Also wenn jemand um die Ecke kommt und sagt, ich hätte ein neues Framework, würde das gerne mal ausprobieren, dann wäre die Frage, was hindert denn denjenigen daran, das einfach mal zu machen und mit produktiv vielleicht einfach sogar sich hinzustellen und das zu machen? Wie werden eigentlich andere Umsetzungsteams für Ideen begeistert, die in einem Team entstehen? Also wenn wir eine Idee haben, können wir irgendwie andere Leute da begeistern, mitreisen? Gibt es da irgendwie Möglichkeiten, das zu tun? Sind Standards, die es im eigenen Bereich gibt, eine eigene Applikation gibt und so weiter, sind die eurer Meinung nach hilfreich oder sind die eher störend im Hinblick auf dieses empirische Vorgehen? Also würdet ihr sagen, ja, die Standards behindern uns, dass wir überhaupt etwas ausprobieren, weil es die eigentlich nur einengen. Gibt es sowas wie eine Eventual Consistency-Idee bei euch, was die Konsistenz der Architekturidee betrifft? Oder ist es bei euch Standards First? Das wäre auch so eine Frage. Standards First würde für mich bedeuten, dass sich jemand schlauer hinsetzt und einen Standard entwickelt, bevor zum ersten Mal entwickelt wird. Da kann er natürlich auch Prototypen basteln und alles Mögliche. Und dann wird eben die Entscheidung getroffen, dass das jetzt genügend gut durchleuchtet wurde. Und deswegen macht man es jetzt so und trägt es in die Breite. Bei Eventual Consistency würde man vielleicht sogar mehrere Leute mit unterschiedlichen Ideen erstmal loslaufen lassen, wenn man wenig Ahnung hat. Und würde dann denken, dass die Zeit das Problem schon heilen wird. Das heißt, dass sich die guten Lösungen durchsetzen werden und die schlechten Lösungen ausgesiebt werden von uns als Organisation. Das ist natürlich etwas, was zu Wildwuchs führen kann, wenn man diese Aussiebmechanismen oder Kommunikationsmechanismen nicht hat, die das unterstützen. Dann werde ich gleich auch nochmal drauf kommen. Und können wir generell Erfolge auch nutzen und können wir diese Erfolge auch in unsere Lösungen verbauen? Im Prinzip geht es darum, egal welche Idee ich habe, egal welche Vision ich habe, das möglichst schnell mit der Realität in Verbindung zu bringen. Und das ist ein bisschen anderer Zugang auch, wie wir mit technologischen oder konzeptionellen Ideen umgehen, als wir es vielleicht gewohnt sind im Architekturbereich. Was wir immer machen würden, ist, dass wir die beste Idee definieren, die wir momentan haben. Wir würden da nicht
wahnsinnig viel rein investieren, damit die noch besser wird. Wir würden einfach sagen, das ist die beste Idee, die wir momentan haben. Dann würden wir sagen, wir wollen die widerlegen und zwar möglichst schnell und möglichst in der Realität. Also nicht irgendwie als Prototyp, sondern wir suchen uns irgendwelche Risiken, Unsicherheiten, die wir haben, irgendwas, was wir nicht kennen, irgendwelche zentralen Ziele, zum Beispiel Skalierbarkeitsziele, Sicherheitsprobleme, die wir schon in der Vergangenheit hatten und die wir jetzt als Bedenken gegenüber dieser Idee haben und versuchen dann, diese Idee eben zu widerlegen. Und das machen wir halt mit realen Anforderungen. Das heißt, wir würden tatsächlich versuchen, möglichst früh mit realen Anforderungen gegen so ein Problem zu schießen, ohne uns jetzt wahnsinnig lange in einem Analyseprozess zu bewegen. Um das nochmal konzeptioneller zu zeigen, also klassische Idee wäre vielleicht, so eine Phase zu haben, wo man Analyse, Konzeption, Prototyping macht zu einem konkreten Architekturproblem und dann würde man anfangen, Funktionalität umzusetzen und das halt schon parallel. Wenn man sich geirrt hat in dieser Konzeptions-Analysephase, dann muss man jetzt wahnsinnig viel umbauen. Das heißt, da ist schon ein starker Entscheidungspunkt sozusagen, der dazu führt, dass diese rote Phase meistens noch aufwendiger und noch professioneller gemacht wird, damit man an dem Punkt keine Fehler macht, wo festgelegt wird. Die agile Idee wäre eher, dass man Analyse und Konzeption sehr früh mit einer echten Anforderung in Kontakt bringt und wenn geht, eben mit einer, die besonders problematisch ist für das, was wir hier bauen. Und wir versuchen, diese Funktion tatsächlich live zu kriegen. Wenn wir das nicht schaffen, dann können wir es gleich ad acta legen. Wir können uns auch fragen, wenn wir es geschafft haben, können wir an der Stelle festlegen, dass das eine gute Idee war? Oder finden wir vielleicht noch eine diametral anders gelegte Funktionalität, die auf andere Qualitätsmerkmale Wert legt oder so etwas und können es dann festlegen. Und erst nach einer Festlegung würden wir tatsächlich parallel werden. Das heißt, in einem unteren Prozess würden wir sehr viel früher echte Funktionalität verwenden, um Konzepte zu testen. Das bedeutet auch, dass wir vielleicht ein bisschen eine wildere Zusammenwürfung von Technologien und Frameworks und konzeptionellen Ideen bei uns finden. Aber wenn wir uns eben darüber real mit unseren Anforderungen beweisen, dass es nicht funktioniert, dann ist es eben auch eine frühe Erkenntnis, die wir da draus ziehen. Und es passiert eben auch, dass wir da relativ wenig wegschmeißen müssen an der Stelle. Also vielleicht ein paar Funktionalitäten, die wir entwickelt haben, aber es gibt nicht diesen ganz harten Bruch, den wir an der oberen Ecke haben. Also ich hoffe, das macht es von der konzeptionellen Idee, von der methodischen Idee ein bisschen klarer, wie wir arbeiten. Das heißt, es kommt irgendjemand von der Konferenz, sagt, wir wollen jetzt XY machen und die erste Antwort ist nie, wie können wir das jetzt analysieren, dass das auf keinen Fall Probleme verursacht, sondern die erste Reaktion wäre immer, okay, was wäre denn eine Ecke, wo wir das auf jeden Fall verwenden können, wo das auch Vorteile ausspielt und was wäre da drin die problematischste Funktionalität für die Geschichte, die wir umsetzen könnten oder das problematischste Umfeld dafür und können wir den Product Owner überzeugen, dass er diese Funktionalität vielleicht ein bisschen höher in den Backlog legt, damit wir auch früh lernen, dass das funktioniert oder eben auch nicht. Und so können wir halt Probleme sehr rasch mit ihrer eigenen, also konzeptionelle Dinge sehr rasch mit der eigenen Realität konfrontieren. Das klappt halt vor allem, wenn Feedback und Transparenz gut gelebt sind. Das wäre so der zweite Aspekt, der in diesem ADES Framework auch vorkommt. Feedback und Transparenz kann alle möglichen Formen annehmen, kann technisch, aber auch einfach von Mensch zu Mensch sein. Wir wollen etwas tun, wir wollen dann sagen, was wir getan haben, dann soll es irgendeine Form von Feedback geben, dass das entweder gut oder schlecht war und daraus sollen wir eben lernen, ne? Und dieser Zyklus muss irgendwie in der eigenen Entwicklungsmannschaft funktionieren und da können sowas wie Fachforen oder Tech Talks oder Communities helfen, wo sich Leute einfach so austauschen. Da kann helfen, dass man Dinge, die man erfahren hat in unterschiedlichen Teams, vielleicht auf so eine Art Tech-Radar packt und sagt, das ist eine Sache, wenn ihr das einsetzen wollt, probiert es lieber erstmal aus und das ist eine Sache, das könnt ihr adopten, also das ist auf alle Fälle gut, also das wären so Dinge, die da drin auf jeden Fall irgendwie interessant wären, aber auch sowas Hartes wie zum Beispiel Fitness-Functions, wo man
darauf achtet, ob denn eine Lösung den Qualitätsanforderungen entspricht, die man hat. Fragen in dem Bereich, die ihr euch selber stellen könnt, ist es tatsächlich so, dass aktuelle Architekturideen überhaupt sichtbar sind bei euch? Ist es sichtbar, wie sich diese Architekturideen verändern? Wie schlank ist denn eigentlich die Dokumentation oder das, was ihr über indirekte Kommunikation regelt, also alles, was so in Wikis drinsteht und so weiter? Und wie viel wird über aktive Communities gemacht? Wie wird da ausgetauscht über technologische, strategische Themen? Gibt es automatisiertes und zeitnahes Feedback, das Entwickler bekommen, wenn sie was bauen, auch zu Qualitätsaspekten der Software? Gibt es Peer Reviews auf allen Ebenen? Wie ist die Kultur für direktes und ehrliches Feedback? Also wir haben so Paradebeispiele von Netflix, wo es eben auch um Sunshining Failures geht. Also wie können wir Sonnenlicht auf Probleme oder auf Fehler lenken, sodass die eben nicht redundant und immer wieder gemacht werden? Und wie können andere Leute davon lernen? Und das ist eben auch ein sehr ehrliches Feedback, das da gegeben wird, ein sehr ehrlicher Umgang miteinander. Gibt wieder viele Beispiele, die man da bringen kann, wie das funktioniert. Also bei Spotify sagen sie immer, dass sie auf Cross-Pollination stehen. Also Bienen sollen Ideen von Team zu Team tragen. Und das ist ihnen wichtiger als die Standardisierung an der Stelle. Das heißt, es geht halt da auch sehr stark darum, jemand macht etwas, das stellt da anderen Leuten vor, bekommt Feedback davon, die finden das nach dem Feedback aber vielleicht irgendwie doch ganz gut, was da entstanden ist, können das auch übernehmen und so wachsen bestimmte Ideen einfach in die Breite. Und das ist ein Mechanismus, der interessanter ist als die Standardisierung von oben, weil er halt dynamisch funktioniert und weil er durch Leute getrieben wird, die halt ihren eigenen Kontext und das, was sie bauen, einfach am besten kennen. Die Fitness-Functions war auch noch ein Begriff, den ich gerade erwähnt habe in dem Zusammenhang. Das wäre eben auch so ein Punkt, der in evolutionärer Architektur häufig vorkommt, angelehnt an das, was man als Fitness auch in der Evolution bezeichnet. Also Survival of the Fittest ist ja, dass das überlebt, was am besten funktioniert und am besten angepasst ist. Und das sind eben jetzt eine Serie von Tests oder Prüfungen, die wir machen können, wo wir aussieben, welche der Ideen, die da rumgetragen werden, sind denn jetzt eigentlich besonders gut geeignet für uns. Also das soll eine Fitness-Function eben auch rückmelden. Also nicht nur das weiche Feedback, das von Menschen kommt, ist hier spannend, sondern eben auch das maschinelle Feedback, das wir, oder das automatisierte Feedback, das wir liefern können. Und da gibt es von ThoughtWorks einen Quadranten, wo man eben unterschiedlich unterscheiden kann, welche Art von Feedback gibt es denn da. Den würde ich jetzt nicht ganz durchgehen, aber es gibt auf alle Fälle einen Haufen Tools, die uns sagen können, ob eine Software performant ist, ob sie noch reagiert, also verfügbar ist, ob sie skalierbar ist, ob sie sicher ist, ob sie vielleicht sogar usable ist. Das geht halt dann meistens nur punktuell oder auch wartbar ist. Und diese Rückmeldung, dass man die eben fördert und sehr nah an den Entwicklungsbereich, also an die Entwicklungstätigkeit ranführt, das wäre eben sehr viel wichtiger, als dass ihr eine zentrale Struktur habt, in der über Architektur entschieden wird. Der dritte Aspekt wäre, Verantwortung in den Teams selber zu haben. Wir haben gerade gesagt, dass Entwicklungsteams sich gegenseitig Feedback geben. Das bedeutet auch, dass die so in gewisser Weise natürlich irgendetwas selbstständig machen können müssen. Ich habe hier mal von Richard Heckman das Authority Model genommen. Da ist ein Abgleich zwischen Management und Team. Also was macht eigentlich so Management? Und dazu würde vielleicht eine zentrale Architekturgruppe auch gehören. Und was macht das Team selber? Und da gibt es jetzt unterschiedliche Stufen, die hier unten für ein Team gewährleistet sind. Und ab Self-Designing wäre es halt spannend, ne? Also ein Team, das selber Lösungen sich überlegt und selber überlegt, was die richtige Lösung auf das Problem ist. Self-Governing wäre dann eben auch noch, dass man die gesamte strategische Idee im Team verwaltet. Das wäre auch okay, ist aber in vielen Kontexten, gerade wenn es größere Kontexte werden, ein schwieriger Spagat, dass man sowohl die lokale Idee des Teams hat, als auch die strategische Idee fürs gesamte Produkt und ist deswegen etwas, was vielleicht nicht immer gut funktioniert. Ist der gleiche Grund wahrscheinlich, warum das Management bis ganz tief runter heutzutage nicht mehr funktioniert, dass vielleicht so
Teams, die alles selber machen, in einem großen, komplexen Kontext eben auch so ihre Schwierigkeiten haben. Ist aber auf alle Fälle auch ein gangbarer Weg. Diese Verantwortung hat auch wieder hier ein paar Fragen. Das heißt, wie wenig Teams sind denn eigentlich an einem Lebenszyklus von einer Komponente oder einem Service beteiligt? Die ideale Antwort wäre ja 1. Also, dass man wirklich ein Team hat, das weiß, wofür es denn eigentlich arbeitet. Ist der Maßstab für einen Erfolg von so einem Team eigentlich, wie erfolgreich das Produkt ist? Oder gibt es irgendwelche anderen Erfolgsfaktoren, die vielleicht ein bisschen entkoppelter sind? Da würde man sich schon wünschen, dass man sich irgendwie am Produkt orientiert. Sind Ziele, strategische, qualitative Ziele auf Umsetzungsebene auch irgendwie präsent? Oder ist dort einfach immer nur Wartbarkeit und halt Software in Funktionalität entwickeln spannend? Oder ist es eben tatsächlich so, dass man strategische Ziele darunter bricht und eben auch klar macht, was wichtig ist für den Teil der Software, den man baut? Und sind Entwickler dann motiviert und zielstrebig, diese Ziele zu erreichen, einerseits aber auch Probleme auszuräumen, wenn es eben nicht in die richtige Richtung geht? Und das sind so Dinge, die in dem Verantwortungsbereich halt erreicht werden müssen. Das wäre eine Zielsetzung, diese Fragen alle auf die korrekte Art und Weise zu beantworten. Das geht so ein bisschen in die Richtung, die Spotify auch schon vor mehr als einem Jahrzehnt publiziert hat, wo sie gesagt haben, ihr Ziel ist Autonomie und Alignment, also etwas, was in der Skizze jetzt hier rechts oben wäre. Autonomie ohne irgendeine Form von Führung wäre, dass jeder macht, was er will, also so ein bisschen Anarchie. Alignment ohne jegliche Autonomie ist einfach nur das machen, was jemand sagt. Das wäre so ein bisschen vielleicht das Befehlsmuster, das wir in Architektur, glaube ich, nicht zu schätzen. Und dann wäre auf der anderen Seite etwas, wo jemand ein Ziel gibt oder eine Aufgabe, einen Kontext gibt und dann eben die Teams auch ihren eigenen Weg finden können, das zu tun. Und das ist das, was man finden möchte und das, was jetzt eben auch unter Freiheit häufig verstanden wird für Teams, dass man eben nicht inhaltlich jeden kleinen Schritt vorgibt, sondern mit Zielen und Kontext führt. Und das ist bei uns auch immer ein wichtiger Faktor, dass wir sagen, wir haben so eine Ebene von Peer Reviews, wir haben dann eine Teamebene, eine Kapsel, wo es ums Team geht. Vielleicht gibt es dann das Produkt oder das System noch als Kapsel oder auch eben übergreifend. Und Kontext und Ziele sollen darunter gebrochen werden. Die sollen für jeden Einzelnen sichtbar sein. Und in Peer Review würde ich erwarten, dass jemand sagt, nicht nur du hast schönen Code geschrieben, sondern eben auch hast du eigentlich geschaut, ob das so performant läuft, wie wir wollen, weil das sieht ein bisschen komisch aus an der Stelle. Und letztendlich Ergebnisse oder Erkenntnisse, die hier unten entstehen, sollen dann auch wieder nach außen gereicht werden. Nicht exklusiv für die übergreifende Ebene, sondern eben für alle sichtbar. Und das wäre eben so ein Punkt, wo diese Autonomie und Alignment entstehen kann, dass wir sagen, wir reichen hier keine Lösungsideen oder Einschränkungen mit, die sich genau auf eine Lösung beziehen, sondern die Einschränkungen sind Rahmenbedingungen, die Ziele sind vielleicht Qualitätsziele, die wir haben und hier wird überlegt, was wir tun und die Ergebnisse und die Erkenntnisse, die da drin stecken, werden halt wieder als Lernmöglichkeit nach draußen gereicht. Und das bedeutet für so eine Rolle wie den Architekten natürlich auch, dass wir uns je nach Kontext auf unterschiedliche Art und Weise aufstellen müssen. Also wenn wir, jetzt nochmal hier zurückgesprungen, ein Team haben, also ihr Kontext reingereicht bekommt, dann ist die Frage von, wo kommt denn der Kontext und wie gut ist der aufbereitet? Gibt es jemanden, der auf Produkt- oder Systemebene zum Beispiel das aufbereitet für das Team oder nicht? Je nachdem, wie groß der Kontext ist, brauche ich vielleicht so jemanden, der das herausgehoben vielleicht sogar macht, auf strategischer Ebene, Verhandlungsebene alleine agiert und dann Sachen runterbricht. Vielleicht ist es so, dass sich jemand aus dem Team da immer wieder drum kümmern kann. Vielleicht ist es so, dass ihr einzelne Aufgaben in Teams verteilt habt, wo zum Beispiel sich jemand um Security und jemand um Visibility kümmert. Oder vielleicht ist es auch so, dass man einfach schaut, wer Zeit hat, sowas zu tun, sonst gar keine Idee hat, wie Architekturarbeit passiert. Das sind alles okay Modelle, wie man arbeiten kann. Die Frage ist immer, in welchem Kontext sind wir denn eigentlich unterwegs? Ich habe hier mal ein Beispiel, wo wir Teamabhängigkeiten bei einem Projekt bei der Lufthansa irgendwie uns angeschaut haben. Und da sieht man, dass die Teams halt sehr viel miteinander arbeiten. Und es ist halt sehr schwierig jetzt zu sagen,
Ihr habt Freiheit im Team, was zu tun ist. Wenn man halt wahnsinnig viele Abhängigkeiten zu anderen Teams hat, was nicht nur Schnittstellen betrifft, sondern auch zum Beispiel das Sharen von Daten, das vielleicht Synchronisieren von Releases oder eben auch die Arbeitsweise, die sich unterscheidet zwischen den Leuten, dass vielleicht ein paar Leute klassischer arbeiten, ein paar Leute agiler arbeiten. Und das sind alles Berührungspunkte, die wir da haben. Und da kann es vielleicht manchmal durchaus sinnvoll sein, eine stärkere Architekturfigur zu haben, die da sich um diese Koordination kümmert oder eben auch ein bisschen isolieren kann vielleicht sogar, um diese Autonomie aufrechtzuerhalten. Das heißt, die Architektenfrage und die Frage nach Autonomie ist für mich nicht unbedingt die gleiche. Also das ist durchaus ein komplexeres Thema, das man sich überlegen muss da. Wenn es Teams selber machen, dass sie sich überlegen, wie sie dann mit anderen Leuten zusammenarbeiten und das eben untereinander optimieren wollen, gibt es auch die Möglichkeit, zum Beispiel so Dependencies zu tracken. Ne? Also dass man sagt, wir als ein Team sind abhängig von einem anderen Team und ist das eine Abhängigkeit, die aus unserer Sicht okay ist oder bremst uns das manchmal, ist das manchmal sogar Blocking? Man versucht halt dann als Team, das immer wieder zu beobachten und so viel wie möglich grün zu bekommen, dass so viele Abhängigkeiten wie möglich zu anderen Teams eben auszuräumen, damit man diese Autonomie eben auch wirklich ausleben kann. Das heißt, man braucht da auch nicht unbedingt Architekten, aber man braucht halt vielleicht eine methodische Lösung dafür. Und das wäre alles etwas, was mit der Verantwortung von Teams zu tun hat. Welche Verantwortung wollen wir in Teams legen? Wie können die überhaupt autonom arbeiten an etwas und wie sorgen wir dafür, dass das entsteht? Wenn wir von Anfang an alles architektonisch von oben runter planen und die Teams dann so aufstellen, dass sie isoliert in nur einem Teilbereich arbeiten und mit gar niemandem kommunizieren müssen, dann ist die Gesamtarchitektur wahrscheinlich fix und gegeben. Was wir ja eigentlich wollen, ist, dass die Teams da schon sich so ein bisschen zurechtrütteln, auch miteinander arbeiten und irgendwie eine Dynamik abbilden können. Und vielleicht sind dann deswegen auch Bottom-up-Ansätze an der Stelle auch interessant. Das heißt, es sind jetzt alles keine finalen Antworten, weil wir in unterschiedlichen Kontexten hier auch unterschiedlich arbeiten. Aber ist auf alle Fälle so, dass ihr die Fragestellung, die ich gerade vorgelesen habe, auch zur Verantwortung, dass ihr euch die auf alle Fälle auch zu Gemüte führen müsstet. Wo man vielleicht jetzt ein bisschen weniger drüber reden muss, wäre der vierte Sektor von dem ADES-Framework, wo es um Vertikalität geht. Da geht es eben um Domänenorientierung, klare Produktgrenzen, tiefe Entkopplung zwischen den Subdomänen vielleicht, die Privatisierung von Datenmodellen, Interaktionsregeln zwischen diesen Domänen und so weiter. Das ist eben so der Klassiker, den wir mit der Microservice-Bewegung, glaube ich, dazu bekommen haben. Da wären so Fragen, die ihr euch selber stellen könnt, wie gut die Domäne denn eigentlich auf eure Applikationen mappt oder wie gut die Subdomäne vielleicht auf Services mappen, wie die Abhängigkeiten zwischen den Services sind. Sind technologische Aspekte denn eigentlich einschränkend oder ist das okay? Kann man sich da relativ klar definieren? Gibt es klare Interaktionsprinzipien und so weiter? Dieser Aspekt ist, wie gesagt, schon relativ gut besprochen, deswegen will ich da jetzt nicht tief darauf eingehen, obwohl er natürlich auch ein sehr spannender ist. Der fünfte von den sechs Faktoren, nach denen wir immer schauen, wäre das, wie gut man dann eigentlich mit Emergenz umgehen kann im Team. Ich habe dieses Modell hier von Simon Robinson ganz gut gefunden. Der hat eben gesagt, dass er unterschiedliche Arbeitsmodi kennt. Und die Idee, die ganz rechts steht, wäre die totale Kontrolle. Ne? Totale Kontrolle führt zu Unterdrückung normalerweise, wäre eben das, was man normalerweise verhindern würde, wo halt harte Governance auf zentralen Architekturentscheidungen liegt und die Entscheidungsstrukturen sehr zentralisiert sind. Das, wo man Angst hat, hier von der Kontrolle hinzukommen, ist eigentlich der Kollaps und die Destruktion, also Zerstörung auf der ganz anderen Seite. Dabei ist das, wo man sich eigentlich bewegen sollte, keins der beiden, sondern eigentlich so ein Mittelding zwischen den anderen beiden
Ideen, die hier stehen. Das eine wäre, dass es irgendwie sowas wie eine Ordnung gibt, in die wir reinarbeiten. Das könnte ein Set von Prinzipien sein, den wir uns alle entwerfen, vielleicht unterwerfen. Vielleicht ist es so, dass wir bestimmte Interaktionsmuster haben, die alle Teams wertschätzen, dass wir sowas wie Feedback zum Beispiel ernst nehmen und so. Das wäre halt ein sehr klarer Anteil von Ordnung. Auf der anderen Seite braucht es auch ein bisschen Chaos. Das heißt, dass Leute auch mal schnell was ausprobieren können, um überhaupt Bewegung reinzukriegen. Und tatsächlich spielen sich moderne IT-Firmen sehr stark mit diesen beiden Feldern. Also jetzt vielleicht auch in anderer Weise, als man vermuten würde. Also es gibt bei Netflix hat es zum Beispiel Initiativen gegeben, zentrale Infrastrukturkomponenten auf andere Technologien, auf anderen Technologien verfügbar zu machen, damit mehr Leute auf die Idee kommen, auch mal was anderes zu machen als Java. Das wäre ein ganz klarer Schritt gewesen von Order weg Richtung so ein bisschen mehr Diversität und ein bisschen mehr ausprobieren, weil sie das Gefühl haben, dass in Order zu wenig Innovation drinsteckt. Und das, was Simon Robinson halt sagt, ist, dass er einen Zustand haben möchte, der chaotic heißt, wo es darum geht, eben Innovation und Kreativität zu leben. Und Innovation und Kreativität kommt nur davon. Es gibt total viele Firmen, die sagen, sie wollen innovativ sein, sie wollen Digitalisierung vorantreiben und so weiter, dann aber extrem in die Kontrollecke passen oder zumindest gar kein Chaos zulassen. Und das ist eine Geschichte, die einfach irrgeleitet ist aus meiner Sicht. Das heißt, wir müssen drauf schauen, gibt es Vorschläge und Defaults, die wir haben, statt harte Regeln. Also das wäre so eine Geschichte, eine harte Regel wäre diese Unterdrückungsgeschichte vielleicht. Aber gibt es mehr Vorschläge und Defaults denn eigentlich als diese harten Regeln? Würden Leute Architekturideen folgen, weil sie faul sind? Also es ist einfach, eine Architekturidee zu folgen, aber es ist eben auch möglich, was anderes zu entwickeln, dann würden zumindest die Abweichungen nicht so wehtun. Ne? Also es ist nicht Faulheit, die Leute dahin getrieben hat, sondern vielleicht eine coole Idee. Das wäre wieder so etwas, was eben in der Balance zwischen Chaos und Ordnung mit drinsteckt. Gibt es Architekturprinzipien zum Beispiel? Würden Architekturrollen eher so wie Kuratoren funktionieren in der Ausstellung und weniger wie Terminatoren, die Sachen abschießen oder eben auch nicht? Sind Innovationspotenziale öfter bottom-up getrieben und wie offen wird denn über Fehlschläge geredet? Das ist Sunshining Failures, was ich vorher eben auch schon erwähnt habe. Das sind alles so Fragen, wie die Emergenz eigentlich im eigenen Umfeld gerade funktioniert. Hab da auch nochmal Beispiele, wo man eben sich überlegen kann, wo eigentlich die Standardisierungsgrenze ist zwischen dem, was alle gleich machen und dem, was eben freigegeben ist. Man würde eben versuchen, diese Linie möglichst weit nach links zu schieben, wobei wir da sagen müssen, es gibt nicht nur harte Regeln und was, wo völlige Freiheit da ist, sondern es gibt eben in diesem Chaot-Bereich auch den Fall von Defaults, Vorschlägen und so weiter. Das wird in vielen Firmen eben unterschiedlich auch ausgeprägt. Also bei Zalando haben sie zum Beispiel das Tech-Radar von ThoughtWorks für sich selber adaptiert, wo sie gesagt haben, so, wir machen Vorschlag, dass ihr das, was da drin steht, irgendwie wichtig und interessant findet und das, was hier außen ist, eher loswerdet. Das ist aber keine Pflicht, sondern das ist etwas, wo man Transparenz herstellen möchte und so ein bisschen ordnen möchte, was eigentlich abgeht. Netflix macht mit Blueprints zum Beispiel ein bisschen Ordnung in das Chaos rein. Es gibt da ganz, ganz unterschiedliche Ideen. Der letzte Punkt wäre jetzt, dass wir auch auf technische Exzellenz achten müssen, weil all die Dinge, die wir jetzt gerade genannt haben, funktionieren eigentlich nur, wenn man gute Leute hat. Und da sind ein paar Zusammenhänge ganz interessant, die Reed Hastings, glaube ich, heißt er. Moment. Mal kurz das Buch holen. Ja, natürlich Reed Hastings. Reed Hastings rausgearbeitet hat, das ist der CEO von Netflix unter anderem, sagt immer, wenn die Business-Komplexität steigt, dann braucht man eine höhere Talentdichte. Das heißt, je komplexer das ist, was wir machen, desto mehr gute Leute brauche ich. Und es hilft halt nicht, ein paar gute Leute in einer zentralen Position zu haben, sondern brauchst halt wirklich Dichte an solchen Leuten.
Wenn du hohe Talentdichte hast, dann sinkt die Notwendigkeit für Prozesse. Das heißt, du kannst halt mit höherer Talentdichte auch Prozesse abbauen. Und die andere Geschichte, wenn Prozesse und Regeln zulegen, dann sinkt die Anzahl guter Leute. Und das wäre bei technischer Exzellenz jetzt auch der Zusammenhang zu fast allem, was wir gehört haben. Die Idee, gute Leute zu haben, ist auch nicht nur ein Einstellungsthema. Ne? Also kriegen wir die eingestellt, sondern wie behalten wir die? Und da ist Freiheiten, viele Peers, mit denen sie arbeiten können und so weiter, sind alles Themen, die da auch eine Rolle spielen. So, das heißt, wir müssen auf persönliche Weiterentwicklung schauen, wir müssen Qualitätsbewusstsein haben und so weiter. Ein Begriff, der häufig auch auftaucht, sind diese Undone Departments, das ist von Craig Larman ein Begriff. Und man sagt, wie viele Abteilungen und Teams gibt es denn eigentlich, die keine Definition von Done haben für das, was sie machen, weil sie einfach irgendwie linienorganisiert sind oder einfach nur anderen Leuten helfen oder so etwas. Wenn es wenige von diesen Leuten gibt, dann geht man davon aus, dass man halt weniger Prozesse braucht und damit eben auch eine sehr starke Truppe von Leuten, die wirklich etwas tun. Zusammengefasst jetzt all diese Dinge. Wir haben wichtige Aspekte oder ich habe wichtige Aspekte gezeigt, auf die wir immer wieder achten. Das ist vielleicht für manche von euch ein bisschen was, wo ihr eh schon drüber nachgedacht habt, vielleicht für manche auch relativ abstrakt, aber in der konkreten Umsetzung sollten die Fragen, die da drin stecken, auch helfen, um selber vielleicht auf die ein oder andere Punkt zu kommen, wo ihr doch nicht so gut seid, wie ihr denkt. Der Fokus auf Empirie wäre mir tatsächlich sehr wichtig, weil der kann sehr viel lösen. Also wenn ihr draufkommt, dass ihr eigentlich die meisten Architekturentscheidungen nur auf Bauchgefühl trefft und gar nicht wisst, ob das gut oder schlecht ist, was ihr da macht, dann habt ihr schon extrem viel gewonnen. Also diese Empirie löst ganz viel aus. Transparenz und Feedback, Verantwortung in die Teams reintragen, hat eben auch was dazu zu tun, wie man überhaupt Autonomie macht, wie man zentrale Rollen für Architektur aufsetzt und so weiter. Vertikalität und Unabhängigkeit dann, dass man bottom-up Lösungen nur dann kriegt, wenn es eben, und innovative Dinge auch nur dann kriegt, wenn es eben ein bisschen Chaos auch in der ganzen Ordnung gibt, und dass man eben technische Exzellenz nicht vergisst, und zwar nicht nur, wie man die reinholt, sondern auch, wie man die züchtet. Das alles ist jetzt in dem ADES-Framework ein bisschen ausführlicher beschrieben und ein bisschen vielleicht langweiliger, hoffe ich zumindest, dass es nicht ganz so langweilig war, aber in dem ADES-Framework tauchen diese 6 Bereiche auch wieder auf. Worüber man generell von der alten Schule jetzt, worüber man nachdenken sollte, wäre aus meiner Sicht, dass man, wenn man zum Beispiel so Sachen hat wie Experten oder Best Practices, die immer wieder nach vorne geholt werden, dass man halt sagt, ist das tatsächlich etwas, auf was wir zurückgreifen sollten? In welchem Umfang sollten wir das tun? Das klappt bei Problemen, die wir schon oft hatten. Das klappt bei Dingen, die wir in anderen Projekten schon gelöst haben und jetzt in diese Projekte reintragen wollen. Aber das klappt eben nicht immer. Also gerade dort, wo es innovativ zugeht, wäre ich vorsichtig, was so Best Practices betrifft oder einzelne Experten, die das alleine lösen. Standardisierung. Standardisierung kann für erprobte Lösungen gut sein, kann auch Rahmenbedingungen schaffen, worüber man nicht nachdenken muss, kann aber auch Innovation, Autonomie und Verantwortungsübernahme behindern. Das heißt, man muss da schon auch vorsichtig sein. Es ist nicht das Ziel, alles zu standardisieren. Wiederverwendung. Wiederverwendung würde ich vor allem dann machen, wenn es eine zentrale Anforderung gibt. Also wenn es zum Beispiel einen regulatorischen oder gesetzlichen Stakeholder gibt, der Sachen fordert und das muss dann für viele Systeme gleichartig funktionieren, dann kann ich auch eine Lösung bauen, die alle verwenden, weil das wird sich nicht individuell ändern. Wenn ich aber individuelle Anfragesteller habe, individuelle Anforderer und dann versuche, auf Wiederverwendung zu gehen, dann untergrabe ich eigentlich die Autonomität der Teams so ein bisschen. Das heißt, die müssten eigentlich über diese Cross-Pollination selber draufkommen, dass sie Dinge wiederverwenden. Und man kann das eher vielleicht so ein bisschen machen, dass man gute Lösungen eher ausstellt oder eher nach vorne bringt, eher unter die Leute bringt und dann halt versucht, dass die Leute da drauf kommen, dass sie das auch machen auf diese Art und Weise, dass man technologische Ideen wiederverwendet, aber bei Lösungen kann das durchaus problematisch sein.
Und auch Governance Boards oder ähnliches wären halt häufig schwierig. Architektur Boards, ich weiß nicht, ob ihr sowas habt. Das kann bei Dingen, die schwer testbar sind, irgendwie regulatorisch notwendig sind und so weiter, als Kompromiss okay sein. Ansonsten kann es halt häufig auch ein Flaschenhals werden, gerade wenn man eben in dem innovativen Bereich arbeiten möchte. Gut, das war's im Groben, was ich mitgehabt habe. Bedanke mich an der Stelle und bin jetzt offen für Fragen. Ich weiß gar nicht, nachdem ich nur meine Folien sehe, wie viele Fragen es dazwischen gegeben hat. Ich hoffe, es ist so, dass wir das jetzt gut abgearbeitet bekommen. Und würde eine Frage vielleicht, die es geben könnte, schon mal vorwegnehmen. Also PDFs, also PDF zu den Folien und so weiter, haben wir bei uns auf embark.de/download auch nochmal drinnen. Ich nehme aber an, dass Thomas die auch in irgendeiner Weise verteilen wird dann. Ja, beziehungsweise genau. Das Video auch live schalten wird nochmal. Genau, also die Slides, die können wir dann gerne bei uns auf der Homepage auch verfügbar machen. Es gibt bei uns jeweils eine Nachfass-Mail, wo dann auch quasi das Feedback-Formular mitverteilt wird und da können wir sonst auch noch einmal darauf aufmerksam machen. Sehr gut. Ganz herzlichen Dank. Ja, es hat Fragen gegeben, vor allem jetzt sehe ich, sind gerade noch zwei dazugekommen. Ich schlage vor, wir beginnen doch einfach mal mit der Frage, die am meisten abgevotet wurde, die ist von Christian. Wie kann das Experimentieren im Kontext einer Agentur, also wahrscheinlich im Sinne eines Dienstleisters geschehen, wo Standardisierung der Technologie ein Wettbewerbsvorteil sein kann, indem man damit schneller ist? Der Kunde, also wahrscheinlich derjenige, der eben die Agentur, den Dienstleister beauftragt, will ja tendenziell nicht das Versuchskaninchen für Experimente darstellen. Ja, da muss man ganz klar sagen, dass es halt diese zwei Optimierungen gibt, ne? Also optimiere ich für Kosten oder optimiere ich für Veränderung? Das sind für mich ganz klar zwei unterschiedliche Arten, wie ich mit Architekturthemen umgehen kann. Wenn ich für Kosten optimiere, würde ich sagen, dann möchte ich eine Lösung haben, die in der Schublade ist, eine Lösung, die schon funktioniert. Ich möchte mich da vielleicht eben auch vom Wettbewerb aber eben nicht abheben. Ne? Also ich möchte einfach eine Lösung haben, die ich bekomme, die günstig ist und die genauso funktioniert wie bei anderen Kunden auch. Und diese Idee müsste ich aber haben, ne? Also dass ich mich dann nicht vom Wettbewerb abheben möchte. Wenn ich mit einer Agentur zusammenarbeite und ich sage, ich möchte da aber, habe dann ein Alleinstellungsmerkmal, ich bin da besser als die Konkurrenz oder ich möchte da besser sein als die Konkurrenz, dann würde ich mit dem Kunden schon auch reden und sagen, ja, wenn du besser sein möchtest, dann müssen wir halt neuartig arbeiten, dann müssen wir Innovation finden, dann müssen wir vielleicht in technologische Bereiche, die nicht so abgehangen sind. Und dann sind wir da auch vielleicht vorne dran, ne? Dann müssen wir aber in diesen Experimentiermodus reingehen. Und das wäre für mich eine explizite Verhandlung oder eine explizite Diskussion, die man führen muss. Und man sagt, wollen wir denn eigentlich eine Optimierung auf Kosten oder eine Optimierung auf Veränderung haben? Das, was ich besprochen habe, ist häufig eine Optimierung auf Veränderung, weil viele Leute sagen, sie wollen innovativ sein, sie wollen Microservices bauen und alles Mögliche. Und das häufig eben aus dem Umfeld kommt, dass sie innovativ sein wollen, dass sie Dinge kleinteilig besser machen wollen, dass sie in Zukunft kleinteilig in der Lage sein wollen, Experimente zu fahren. Also dass Experimente eben auch nicht die ganze Applikation ergreifen müssen, sondern eben auch kleinteilig einzelne Bereiche der Applikation und so weiter. Das heißt, es hilft mir dort, Experimente kleiner zu schneiden und mit dem Kunden da vielleicht auch diverser drüber zu reden. Also nicht generell möchtest du Experimente oder nicht, sondern generell, wo ist denn dein Alleinstellungsmerkmal, dein Ziel und wo vielleicht eher weniger. Mhm. Dann von Michael die Frage, ist eines runtergerutscht, bleibe aber bei dieser Frage. Der Michael fragt, wie bringt man den klassischen Architekten dazu, den Entwicklungsteams mehr Architekturarbeit zu überlassen. Weil das könnte bei ihm ja schnell die Angst auslösen, dass er sich selber überflüssig macht. Ja, also das ist auch eine interessante Frage, weil ich genau die Diskussion auch die letzten Monate öfter mal geführt habe.
Für mich ist der klassische Architekt jemand, der sehr häufig in Entwicklung eher stehen bleibt. Es gibt irgendwo den Switch zwischen ich lerne etwas, wie ich Sachen entwickle und ich kann ganz viele Fragen stellen an erfahrenere Kollegen und so weiter und ich werde immer erfahrener und irgendwann kommt dann jemand drauf, der ist gut, der wird Architekt. Und dann ist er derjenige, der gefragt wird oder der die Lösungen haben muss. Das bedeutet aber, dass ich gar nicht mehr so gut fragen kann, weil von mir ja erwartet wird, dass ich die Lösung auf etwas habe. Und das sind häufig dann eben die klassischen Architekten, die ein bisschen stagnieren in ihrem Wissen. Also die haben sich weiterentwickelt bis zu einem gewissen Zeitpunkt und dann wird es ein bisschen schwieriger. Also dann kann man sich halt theoretisch mit Dingen befassen, immer wieder mal Prototypen bauen und so weiter. Aber so dieser Austausch ist oft nicht so offen. Und was ich in diesen anderen Kontexten halt häufig sehe, sind Architekten, die wahnsinnig viel lernen. Also die würden sagen, ja, wir haben einen Default definiert, wir glauben, dass der ganz gut funktioniert. Wenn ihr abweichen wollt, bitte weicht ab. Und alleine das Feedback, wie viele Teams den Default jetzt tatsächlich verwenden, würde denen schon ein bisschen Feedback geben, ob sie irgendwie völlig an den Bedürfnissen der Teams vorbeigearbeitet haben, ob sie irgendwie gut kommuniziert haben oder ob sie also noch Bodenhaftung haben oder nicht. Auf der anderen Seite würde eine gute Lösung eines Teams, die entsteht neben diesem Default, bedeuten, dass man sich dafür interessieren kann. Und ich interessiere mich jetzt, was habt ihr denn da anders gemacht? Ne? Also wie habt ihr das gebaut? Wie habt ihr das? Aha, okay, das ist ja spannend. Erzählt das doch mal auf unserem Community-Event. Und ich muss mich da gar nicht selber hinstellen, sondern ich kann einfach Leute identifizieren, die meiner Meinung nach gute Ideen haben und die zum Beispiel auf dem Podest heben und erzählen lassen. Und das ist, finde ich, eine sehr angenehme Rolle, weil man als Identifizierer rumläuft von guten Ideen, weil man versucht aufzuschnappen, was dort und dort passiert, weil man nicht darauf angewiesen ist, alle Ideen selber zu haben, weil man nicht darauf angewiesen ist, selber alle Innovationen ins Unternehmen reinzutragen, sondern weil man eher von all der Innovation, die passieren könnte in den Teams, dann alle die Innovation, die passiert, sich irgendwie so rauspicken muss, was man denn jetzt irgendwie größer machen möchte und wo man, welchen Weg man denn eigentlich für die Teams erleichtern möchte, die vielleicht nicht so gut sind. Und das finde ich eine ganz schöne Aufgabe. Also mich würde die mehr interessieren, weil sie häufig gestalterischer und visionärer ist, als immer nur meine Ideen möglichst gut zu verkaufen, weil das ja doch immer mehr im eigenen Saft drin ist. So, also das wäre zumindest ein Punkt. Man könnte jetzt wahrscheinlich noch mehrere finden, aber das ist so ein Punkt, der mir gefallen würde. Ne? Was ich jetzt noch spannend finde, du hast das so skizziert, wie der neue Architekt da zum Team geht und dann viele Fragen stellt, vor allem auch. Was habt ihr euch dabei überlegt? Was ist der Vorteil? Wie seid ihr darauf gekommen? Das hat mich daran erinnert, dass viele Führungspositionen heute auch eher in Richtung Coaches sich entwickeln. Und ein Coach, der sagt ja auch weniger, wie man was tun muss, sondern der stellt mal ganz viele Fragen. Also man könnte auch sagen, ein moderner Architekt ist ein Stück weit eine Art Architekturcoach der Teams. Ja, also finde ich auch gar nicht verkehrt, das so zu tun. Ne? Also die eigene Erfahrung nutzen, um so ein bisschen auch die richtigen Fragen zu stellen, die Leute so ein bisschen lenken. Habt ihr daran gedacht? Habt ihr daran gedacht? Mhm. Und wenn ihr keine Ahnung habt, wie ihr dasteht in Bezug auf Skalierbarkeit oder Ausfallsicherheit, dann packt es doch mal dorthin und wir testen das oder wir probieren. Also einfach den Prozess ein bisschen begleiten. Das kann schon, finde ich, ganz gut funktionieren. Ne? Okay, sehr gut. Der Marco fragt, wer soll vorzugsweise an der Makroarchitektur von Microservices arbeiten? Eher die Umsetzungsteams oder ein eigenständiges Architekturteam? Ja, jetzt kommt es darauf an, wie groß das ganze Geflecht ist, das ihr da habt. Ne? Also ich habe euch vorher ein Bild von der Lufthansa gezeigt, das war ein Projekt mit 400 Leuten. Da würde ich sagen, vorzugsweise gibt es ein eigenes Architekturteam, das irgendwie versucht, die Fäden in der Hand zu halten. Und die würden die Makroarchitektur versuchen zu definieren und aber immer wieder natürlich versuchen, auch Feedback einzuholen von möglichst vielen anderen Leuten. Aber da braucht es häufig eben auch eine neutrale Mitte und Leute, die sich intensiv damit beschäftigen, was da tauglich ist. Und natürlich sollte sich diese Geschichte
als die thinnest viable platform irgendwie so darstellen. Also das dünnstmöglichste, was funktioniert, das sollten Sie vielleicht so ein bisschen als Credo da mitnehmen. Wichtig wäre dann natürlich, wenn man eine eigene Architekturgruppe hat, dass die nicht zu viele Fehler machen, was so diese Zusammenarbeit mit den Teams betrifft, nicht zu viel Hierarchie aufbauen, irgendwie Zeit haben und so weiter. Das kennt man, glaube ich, auch, was das betrifft. In kleineren Kontexten ist es so, dass wir häufig ohne Architekturteam auskommen und da einfach Leute, die sich herausbilden, miteinander reden und schauen, was ist. In Wirklichkeit ist es dann so eine Art virtuelles Architekturteam häufig, das irgendwie sich aus den Teams rekrutiert und da die wichtigen Diskussionen führt und so weiter. Das wäre auch denkbar und möglich, funktioniert bei uns häufig in so Größenordnungen von 50 Leuten noch ganz gut. Man muss halt ein paar Techniken auch nochmal da drauf haben, methodisch. Also wenn ich möchte, dass sich viele Leute beteiligen, muss ich vielleicht auch mehr mit zum Beispiel Veto-Abfragen arbeiten, dass Leute Vetos reinwerfen können, wenn irgendwas nicht so nach ihrem Wunsch ist und man dann den Leuten Gehör schenkt und sagt, okay, wie können wir es denn anders machen, was ist das Bedenken, wie können wir das ausräumen und so. Das sind dann häufig auch Prozesse, die sehr inklusiv sind. Das endet halt irgendwann in der Praktikabilität. Also bei 200 Leuten funktioniert das nicht mehr gut. Aber bis dahin kann ich mir ein virtuelles Team und so ein bisschen Abstimmung untereinander schon ganz gut vorstellen. Mhm. Der Daniel fragt, wie kann man Experimente zum Beispiel mit neuen Technologien, Sprachen, Frameworks etc. mit der daraus resultierenden Komplexität aus der Vielfalt in Einklang bringen? Weil Komplexität uns ja auch ausbremst. Oder er fragt dann, oder bin ich einfach noch zu oldschool? Die Idee, die wir bei Experimenten haben, ist, dass, also Experimente klingt so ein bisschen nach Labor. Tatsächlich meinen wir mit Experimenten häufig die echte Umgebung, weil das die einzige ist, die halt all diese Komplexität auf den Punkt bringt. Also wenn das dort funktioniert, dann funktioniert es, und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt sicher nicht. Und deswegen ist halt eine große Aufgabe, die da drin steckt, eine Produktivumgebung oder eine Produktionsreplikation in irgendeiner Form, also wenn ihr Geräte baut oder sowas, halt irgendeine Art von Simulation zumindest zu haben, wo wir reale Anforderungen verwenden können, um rauszufinden, ob eine Technologie, Sprache, ein Framework für uns funktioniert, und zwar im Zusammenhang mit allem anderen, was wir bauen. Und ich meine mit Experiment deswegen jetzt nicht, dass ihr einen Prototyp auf eurem Laptop baut, sondern das ist tatsächlich, Experimente entstehen im echten Rahmen, mit echten Anforderungen, und würden auch bedeuten, dass ihr mit dem Product Owner ausmacht, was vielleicht höher priorisiert wird, weil da eine neue Technologie irgendwie Sinn machen würde, mal auszuprobieren. Und ihr seid euch aber nicht sicher, ob das was wird. Und deswegen setzt man es vielleicht ein bisschen früher um, als es haben möchte, weil wenn man scheitert, dann ist seine Deadline nicht in Gefahr. Und das sind so Dinge, die wir uns mit dem Product Owner ausmachen. Also das sind so vielleicht auch ein bisschen ein Wort, das man an der Stelle erklären muss, weil Experiment häufig so klingt, als würde man einfach einen kleinen Kontext schaffen und dann was ausprobieren. Deswegen, die Komplexität sollte da durchaus spürbar sein in dieser Art von Experiment. Mhm. Also, ist keine ganze Antwort, ne? Also, auch eine sehr coole Frage, also über die könnten wir auch, glaube ich, auch lange bilateral noch reden. Ja. Der Beat fragt, was bedeutet Agilität für die Architekturdokumentation? Ist die Frage, wo mit der Architekturdokumentation herkommt. Ne? Also Architekturdokumentation ist auf keinen Fall obsolet, weil Architekturdokumentation sehr viele Dinge beinhaltet, die ihr im agilen Projekt braucht. Wenn ihr im agilen Projekt verteilt an Architektur arbeitet, wäre sehr spannend, wer ist an einer Architekturfragestellung dran? Wie haben wir uns letztendlich entschieden, was sind so Optionen gewesen, die wir uns angeschaut haben, wer war daran beteiligt überhaupt, ne? Also gerade wenn ihr diese Struktur verliert, dass immer eine Person die Entscheidung trifft, dann ist schon sehr spannend, wer war denn eigentlich da jetzt dabei, direkt bei der Erarbeitung der Entscheidung. Deswegen ist die Dokumentation von Entscheidungen nach wie vor eine sehr interessante, vielleicht sogar interessanter, weil ich halt nicht den Menschen habe, den ich immer wegen allem dann anhaue. Und wenn sich der nicht erinnern kann, dann mache ich ihn halt
mache ich ihm einen Vorwurf, dass das irgendwie halt schlecht gemanagt war von ihm, sondern ich habe ja irgendwie eine Menge von Leuten, die da vielleicht ihren Beitrag leisten, und da rauszufinden, wer war das denn und wen kann ich da jetzt noch fragen, das finde ich auf alle Fälle wertvoll. Die andere Geschichte wäre, dass wir in der Architekturdokumentation ja häufig so Überblicksdiagramme haben, also so einfach ein Big Picture von dem, was wir bauen. Und wir versammeln uns da als Team auch da häufiger davor und kleben Post-its auf die Dinge, die nicht mehr aktuell sind oder wo sich was getan hat, einfach um ein bisschen plastischer zu machen, was denn eigentlich jetzt da alles passiert. Vielleicht auch unabsichtlich, ne? Also man sagt so, ja, da waren wir gerade dran, das wollen wir jetzt eigentlich, also das hat uns extrem gestört. Und dann sagt irgendwer anderer, das war ja da auch nur das Platzhalter drin, also das wollten wir eh noch anders bauen. Dann steht halt einfach Kommunikation darüber. Das heißt, wir verwenden Dokumentation im agilen Kontext tatsächlich häufig als Gesprächsstarter oder als Unterstützung dafür, in Kommunikation reinzugehen, auch als Radiatoren für manche Dinge, also welche Prinzipien haben wir oder so. Das heißt, ich würde sagen, es ist vielleicht schlanker, ein bisschen verteilter, also wir haben dann häufig an der Wand was hängen und ein bisschen was im Wiki und ein bisschen was holen wir aus der Schublade, wenn wir was besprechen oder so etwas, aber es ist durchaus etwas, was ein aktuelles Thema ist. Ein Prinzip, das da drin steckt, ist halt dieses Travel Light, also so leichtgewichtig wie möglich zu agieren, weil Architekturdokumentation dich auch runterziehen kann, also wenn du so gut dokumentiert hast, eine technologische Option, dann möchtest du gar nicht eine andere Option wählen, weil dann müsstest du ja die vielleicht auch nochmal dokumentieren oder so viel Dokumentation ändern. Ne? Und wenn das die Zähigkeit ist, dann habt ihr wahrscheinlich zu viel. Okay. Der Ralf fragt, siehst du es aus deiner Erfahrung auch so, dass ein System bzw. eine Komponente bzw. ein isoliert deploybarer Vertical nur von genau einem Team verantwortet werden sollte? Also es ist ja von einem System, eine Komponente, ein deployables Vertical, das sind ja ganz unterschiedliche Granularitäten, ne, von denen wir da reden. Das Schöne an einem Team ist, dass wir da noch ein gewisses Verantwortungsbewusstsein haben, weil es nicht so viele Leute sind. Ne? Also es gibt ja dieses Social Loathing, sagen die Amerikaner immer, also dieses sozial sich auf den anderen Leuten ausruhen, die mit mir in der Gruppe sind. Das fängt dann, gebe ich ab 5 Leuten an, dass man das tut. Und wenn sehr viele Leute mit mir mitarbeiten, dann kann man immer annehmen, dass es schon wer anderer tun wird. Sobald nochmal eine separate Kapsel da drin ist, also nochmal ein zweites Team oder so etwas, ist die Abgrenzung auch schon wieder schwierig. Wenn die zwei Teams am gleichen Ding wirklich arbeiten, mit den gleichen Kompetenzen und den gleichen Verantwortungen, dann gibt es wahrscheinlich schon Fingerpointing, wer sich da jetzt drum kümmern muss. Es kann natürlich sein, dass man in einem wirklich sehr, sag ich mal, agilen Mindset mit mehreren Teams in Collective Code Ownership Dinge baut und alle die gleichen Ideen haben, wie das passieren soll, dann habt ihr dazwischen aber wieder wenig unterschiedliche technologische Ideen oder unterschiedliche Innovationstreiber. Ne? Das ist dann wirklich eine Kapsel sozusagen. Das heißt, ich rede gerade so ein bisschen um den Brei rum, weil ich gerade überlege, wie ich die Frage beantworten soll. Also ich würde sagen, ihr müsst schon eine Kapsel haben von Leuten, die reagieren, wenn etwas schief geht. Und die wissen, dass es ihr Problem ist. Und das ist bei einer kleinen Gruppe einfacher. Das kann man sagen. Wenn es bei einer großen Gruppe erzeugen wollt, und ich würde jetzt mehrere Teams auch als Gruppe bezeichnen, weil anders geht's nicht, dass die gemeinsam etwas arbeiten, dann müsst ihr irgendwie schauen, wie die sich noch als Gruppe empfinden, ob die dann wirklich reagieren würden oder ob die dann einfach warten, dass wer anderer das macht. Das wird halt immer schwerer, je mehr Leute das werden. Deswegen idealerweise würde ich schon sagen, ein Systemteil ist einem Team zuordnenbar. Das wäre schön, wenn das so ist. Und ein Team hat halt 7 plus minus 2 Leute. Und dann habt ihr eindeutig ein klares Umfeld, in dem ihr arbeitet. Wenn ihr es größer habt, müsst ihr, glaube ich, methodisch mehr machen, damit das funktioniert. Mhm. Okay. Der Reinhard fragt, wie passen diese Aspekte abseits von Standardisierung zum Thema Outsourcing von Dev-Teams in Billiglohnländer?
Gar nicht. Also das, was ich da besprochen habe, würde ich eben ganz klar in die Ecke schieben. Ihr wollt innovativ Sachen bauen und ihr wollt da besser sein als wir andere. Billiglohnländer und Outsourcing wegen Kosten wäre für mich genau dieses Optimizing for Costs wieder. Da möchte ich nicht kreativ sein, da möchte ich einfach irgendwas billig kriegen. Und dieses Billigkriegen von Dingen, das unterscheidet euch nicht wahnsinnig, sondern das ist etwas, wo ihr vielleicht irgendwas, was Commodity ist, herstellen wollt, wo ihr sagt, das brauchen wir halt. Aber das ist jetzt nicht unser, es wird nicht strategisch wichtig sein, dass wir das besonders gut bauen, sondern es ist halt nur wichtig, dass wir es haben. Und da sind wir generell ein bisschen draußen, was jetzt auch zum Beispiel Agilität angeht. Agilität und auch das, was ich vorgestellt habe, hat eben den Sweet Spot dort, wo man innovativ sein möchte, wo man mit Kunden zusammenarbeitet, um eine passende Lösung zu bauen, die wirklich gut ist und so. Und dieses Outsourcing und Billiglohnländer-Ding würde ich jetzt eher in die andere Ecke schieben. Ich weiß, dass es da häufig auch Überschnitte gibt, also auch in agilen Projekten, in denen ich gearbeitet habe, hat es einen Outsourcing-Anteil gegeben. Wir haben dann versucht, das so zu verheiraten, dass wir ein internes Team haben und diese internen Teams mussten immer eine Beziehung mit so einem Outsourcing-Team irgendwie vertreten. Das heißt, wir haben nicht gesagt, wir haben einen strategischen Partner Outsourcing und da schieben wir ein ganzes Projekt hin, sondern wir haben gesagt, einzelne Teile, die die Teams nicht selber bauen wollen, können sie als Leistung zukaufen. Es gibt vertragliche Unterstützung dafür, das zu tun, damit die Teams auch in der Lage sind, das zu machen. Sie übernehmen aber Verantwortung für das, was da zurückkommt. Und dann habe ich wieder in der Organisation jemanden, der verantwortlich ist. Das war eine Möglichkeit, die zwei Sachen zu verheiraten, aber generell kein einfaches Thema. Also es wären für mich wirklich unterschiedliche Denkansätze. Ja, und wahrscheinlich das, was du jetzt skizziert hast als neue Architekturschule, das setzt ja auch eine sehr große Vertrauensbasis voraus. Also, ja, dass man das nicht missbraucht, dass das wirklich auch im Sinne des und auch ein langfristiges Commitment, ne? Also ja, zu sagen, ich baue etwas und ich bin auch dafür verantwortlich, wenn das irgendwie schief läuft, wenn wir irgendwie das erweitern wollen, es klappt nicht, wenn es irgendwie mit der Last, die wir dann letztendlich bekommen, vielleicht in 1,5 Jahren oder so etwas, wenn das nicht funktioniert, dann rechne, also ich muss nicht da sein natürlich, aber ich rechne mal nicht damit, dass ich nicht mehr da bin. Genau. So, das ist irgendwie noch so ein Kontext, den ich wichtig finde. Genau, das ist halt schon der zentrale Unterschied zu Outsourcing, oder? Da ist Vertrauen, spielt sicher auch eine gewisse Rolle, aber vor allem gute Verträge spielen da dann eine Rolle, oder? Und also ja, ich glaube, das ist schon ein Stück weit einfach eine andere Welt. Gut, von Walter kommt noch die letzte Frage. Evolution tönt für mich nach Chaos kontrollieren, also Chaos kontrollieren im Sinne von experimentieren, erkennen, reagieren, dass man das zulässt. Bist du damit einverstanden? Ja, in gewisser Weise schon. Also was wir Evolution haben, ist in der Biologie ja auch ein Prozess, der nicht zentral gemanagt wird, sondern der einfach läuft und der in eine Richtung läuft, weil man die richtigen Kontrollinstanzen hat, die halt dafür sorgen, dass das Fitteste sich durchsetzt. Und das können wir im kleinen Rahmen in einem Softwareprojekt natürlich auch nachbauen und vielleicht ein bisschen mehr zielrichten sogar, dass wir nicht irgendwie Generationen warten müssen, bis da was Gutes sich rausentwickelt, sondern da ein bisschen lenken können, den Rahmen ein bisschen enger fassen können und so weiter. Ne? Aber im Prinzip würde ich da zustimmen. Okay. Gut, das waren alle Fragen, die da waren. Also ganz herzlichen Dank dir, Stefan, für diesen sehr spannenden Talk und die gute Beantwortung der Fragen. Und du wirst von uns das bekannte Java User Group Multitool bekommen. Ist ziemlich dick. Sehr cool, ja. Und ich hoffe, dass das den Weg gut zu dir finden wird. Ich auch, ja. Ganz herzlichen Dank. Ich habe, bevor wir wechseln rüber ins Wondermy, habe ich noch mal ein paar Slides. Das Feedback-Formular, wie besprochen, das werdet ihr mit einer Nachfassmail erhalten. Wir sind sehr froh, wenn ihr uns und auch Stefan Feedback zukommen lasst darüber, weil das verwenden wir und das verwenden die Speaker auch dann, um ihre Talks weiter zu entwickeln. Und mitmachen lohnt sich nicht nur deshalb, sondern auch, weil ihr könnt etwas gewinnen jeden Monat.
verlosen wir eine Lizenz, die wir von JetBrains zur Verfügung gestellt bekommen. Damit könnt ihr jedes Produkt, das sie anbieten, freischalten für ein Jahr. Die nächsten Events, die findet ihr auch auf juk.ch. Ich habe sie hier mal im Sinne einer Information hingepackt. Unsere Videos, die findet ihr auch auf YouTube. Auch dieses hier, das wird demnächst mal auf yt.juk.ch verfügbar sein. Am besten abonniert ihr das, dann werdet ihr auch gleich informiert. Wenn ihr Lust habt auf unsere Slack-Community unter slack.juk.ch, könnt ihr euch da eintragen und dann aktiv selbst mitmachen. Und dann bin ich auch schon beim zweitletzten Slide. Vielen Dank an Stefan nochmal. Vielen Dank an euch, dass ihr als Publikum dabei wart. Es macht einfach irgendwie mehr Spaß, wenn jemand zuschaut, als wenn wir alleine wären. Vielen Dank an unsere treuen Sponsoren, die das alles möglich machen. Und auch vielen Dank an die Helferinnen und Helfer im Hintergrund, die oft vergessen gehen. Das ist Ursula Buri in unserem Sekretariat, die das alles managt, dass das auch die Events schön ausgeschrieben sind, dass es mit den Anmeldungen klappt. Und im Hintergrund Markus Filon, der heute die Regie übernommen hat. Vielen Dank. Ich wünsche euch einen ganz schönen Abend und es würde mich wirklich freuen, wenn die eine oder der andere dabei bleibt und wir uns im Wunder gleich wiedersehen. Ihr kommt dahin, wenn ihr gar nichts macht, dann werdet ihr automatisch umgeleitet auf wunderjuk.ch und wenn da irgendwas schief geht, dann könnt ihr das auch selber in den, bei der URL eintippen, wonder.juk.ch. Und dann sehen wir uns vielleicht gleich im WonderMe. Danke, Stefan. Schönen Abend und bis gleich. Danke dir. Ja. Ciao.